Im japanischen Volksglauben gibt es so einige Monster, die wohl ziemlich einzigartig und bizarr sind. Einer dieser Yokai nennt sich Ashiarei Yashiki, was im Deutschen so viel heißt wie Haus des Fußwaschens. Der Ashiarei Yashiki wird als riesiger, schmutziger oder auch blutiger Fuß beschrieben, der die Fähigkeit besitzt zu sprechen. Legenden zufolge tritt dieser Yokai nachts durch die Decke eines von Menschen bewohnten Hauses, wobei er herrschaftliche Häuser oder Villen zu bevorzugen scheint. Daraufhin befiehlt er dem im Haus lebenden Menschen, ihn zu waschen und von jeglichem Schmutz zu befreien. Falls diese seinen Befehl nachkommen, so verschwindet der Ashiarei Yashiki wieder. Die Möglichkeit besteht aber, dass er in den darauffolgenden Nächten wieder zurückkehrt und wieder dasselbe verlangt. Man sagt, dass wenn man seinen Befehl nicht nachkommt, so wird er die Einrichtung des Hauses zerstören. Dabei besteht die Gefahr, dass auch Menschen zu Schaden kommen könnten. Überlieferungen zufolge soll der Ashiarei Yashiki zum ersten Mal im Anwesen des Hamamoto-Samurai namens Ajino Kiyonosuke im Stadtteil Honjo in Edo, den heutigen Tokio, aufgetaucht sein. Weshalb dieses Wesen ohne jeglichen Grund erscheint, ist nicht wirklich klar. Manch einer behauptet, dass dieses Ereignis durch einen Tanuki verursacht wird, denn diese haben die Möglichkeit, sich in jedes beliebige Wesen zu verwandeln. Zudem lieben sie es, Menschen Streiche zu spielen. Es wird aber auch angenommen, dass die Legende dieses Yokais etwas mit der japanischen Redewendung, sich die Füße zu waschen, zu tun hat. Denn diese besagt, dass Kriminelle, die ihre Schuld an der Gesellschaft bezahlt haben, ihnen die Möglichkeit gewährt wird, wieder ein Mitglied dieser zu werden. Solltest du jemals von einem Ashiarei Yashiki besucht werden, so empfiehlt sich eventuell ein Hauswechsel. Vielen Dank, dass du heute das Video dir angesehen hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da, teilt das Video fleißig und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal.